dem Müller, ja. Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Itzamna ist der Sohn von Hunabku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft. Er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Itzamnas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils, aber man kannte ihn auch als Kinichahau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Die Paitizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayawa nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen. Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Schulter an Schulter stellten sich Maya und Inka ihren Brüdern entgegen. Auf der einen Seite jene, die sich einen Rückzug und Neubeginn wünschten, auf der anderen diejenigen, die expandieren und benachbarte Gebiete einnehmen wollten. Die Brandrodungen, die die Maya beim Ackerbau einsetzten, erwiesen sich für das hiesige Land als ungeeignet und führten schon bald zu einer Lebensmittelknappheit. Um nicht zu verhungern, schlossen sie ein Abkommen mit den einheimischen vorinkaischen Stämmen, das ihnen neue Verfahrensweisen und Saaten einbrachte. Als erstes trafen die Kaufleute mit neuen Waren ein, gefolgt von den Bauern mit neuen Saaten und Techniken.
Später kamen immer mehr der Fremden nach Paititi und übernahmen schließlich die Kontrolle über die Verwaltung der Stadt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ishik. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Lamas. So sanft. Oder das wilde Guanaco in der Wildnis. Es wird gern gestreichelt. Die Götter mögen das. Beiwa? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön.
Diese Jademaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was denn hat's da Kakuchul? Ach. Wunderschön. Die Pilger erreichten den Zusammenfluss zweier Flüsse und entschieden, sich dort anzusiedeln. Sie errichteten zwei Pyramiden und begannen ihr neues Leben als Beschützer der Schatulle. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Pass auf. Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd.
Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Geboren in Hunger, aufgewachsen in der Rebellion, ein Waisenkind, doch nie allein. Er erhebt sich als die Sonne. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Die Mesoamerikaner nutzen Steine wie diesen, um Getreide und Saatgut zu verarbeiten. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Diese zeremoniellen Keramikgefäße werden zur Lagerung von Maisbier oder Chicha genutzt. Der Boden dieser Urpu läuft normalerweise spitz zu, um die Umfüllung in kleinere Ausschankbehälter zu erleichtern. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Hm.
Hab dich. Ja. Ketsekatukul. Ketsashikin. Amarlov! Bilawich in Ishki. Dreißigster November.